Hallo und herzlich willkommen hier aus dem französischen Normandie, wollte ich gerade sagen. Und ja, wir fahren heute weiter. Wir machen ja mal kurzes Handyleiter auf dem Armaturenbrett. Und ja, wir fahren heute weiter. Ich begrüße erstmal mein Begleitfahrzeug Basti. Hallo. Hallo Danny. Ja, wie hast du es denn heute gedacht, wie wir fahren? Wir fahren jetzt an Leeds vorbei. Beziehungsweise, wir sind jetzt auf der A4. Von der A4 fahren wir jetzt Richtung Leeds auf die A31. Erstmal runter und da bleiben wir erstmal. Gut, dann machen wir das so. Jetzt hab ich gerade hier in den Kipper gerannt. Lol. Ich melde mir gleich das Nummernschild, dann kriegen die eine Rechnung. Das stimmt. Gut, dass wir hier eine Aufnahme haben. So, ich mache jetzt erstmal zur Mautstelle, erstmal Maut bezahlen. Ja, es wird eigentlich eine schöne Runde, weil wir fahren irgendwann nochmal richtig schön am Wasser lang. So wie wir uns das ja gestern noch ein paar Karte rausgesucht haben. Genau, aber erstmal da hinkommen, wie du schon gesagt hast. Merci. Ja, das stimmt. Aber ich werde jetzt erstmal, ich bin jetzt durch die Mautstelle. Alles klar. Wir müssen gleich später nachher die Auffahrt Richtung Metzer, die Abfahrt. Jupp. Die werden wir dann nehmen. Ja, die Tour ist hier geplant, bis aufs letzte Detail, weil ich möchte hier Berge vermeiden. Ob mir das so richtig gelingt, weiß ich nicht, aber wir können es ja zumindest versuchen. Jetzt kommt gleich die Autobahn fort. Ja, dann musst du Richtung Dion fahren. Ja. Also du meinst Richtung Metz. Ja, und dann Richtung Dion. Genau. Dann werden wir das mal so machen. So, wie gesagt, also wir machen nach Malaga, das habt ihr euch gewünscht, ja. Begleitfahrzeug haben wir auch, das ist der Basti, den hört man hier im Hintergrund. Wir planen die Strecke bis aufs Blut und bin mal gespannt, wie weit und vielläufig das hier unten nach unten wird. Hier mit unserem Schwerlast. So, ich bin jetzt fast auf der Autobahn fort, werde jetzt Richtung Metz weiterfahren. Ja, günstiges Wetter haben wir auch. Was wollen wir mehr? Das ist die A4, ne? Ja, die A4. Gut. Ja, ich bin jetzt gleich. Wenn du dann kurz vor Mietz bist, musst du dann runter auf die A31. Jo, machen wir. Ich bin jetzt gerade auf der Auffahrt zur A4. Eine Geschwindigkeitsgroßort vor dir, weil wir haben echt noch Gewicht hinten dran. Und so einfach wie ist es nicht. Und man sieht es ja jetzt schon, wir kacken ganz schön ab. Also ich versuche gerade hier auf der Autobahn aufzufahren mit 2 km/h. Ich schieb dich ein bisschen von hinten an, wenn es geht. Lol. Das wär's, hinten noch so ein Auto dran, der schiebt. So, ich bin jetzt auf der Autobahn. Alles klar. Dann wird's lustig. Jupp. Ja, das ist ja erstmal bis Metz kommt er jetzt erstmal nur Autobahn.
Ja, wie gesagt, also schönstes Wetter hier in Frankreich, könnten wir eigentlich gar nicht besser erwischen. Und wir werden jetzt erstmal bis nach Metz weiterfahren, dann werden wir nochmal abfahren müssen und werden dann weiter Richtung Lyon fahren. Und dann dürfte eigentlich theoretisch nur Autobahn kommen, außer bis zur Küste, aber genau wissen wir das auch nicht. So, also wie gesagt, ich bin jetzt mal drauf und es steht hier dran, bleib mal gucken. Metz von 200 Meter abfahren, also ich muss jetzt hier definitiv abfahren. Ja, du wirst jetzt an Wels vorbei, so wie sie. Dann So wie sie das anzeigt. mache ich das. Also wie es anzeigt, bei mir zeigt er nämlich geradeaus an. Deswegen. Wir bleiben auf der Autobahn. Wir bleiben auf der Autobahn. Ja, bisschen Kreuz. Gut. Dann war ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Und bei diesem Kreuz, bei diesem, ach, wie heißt das? Autobahnkreuz oder wie das heißt, jetzt Ja. eingeteilt. Fährst du denn runter? Jupp. Ja, dann werden wir mal gucken hier, dass wir nicht noch in den Stau kommen oder so. Das wäre nämlich nicht so günstig. Dass wir ein bisschen Fahrt gewinnen, dass wir ein bisschen Boah, beschleunigen. bist du ja schon vorbei. Hoffentlich nicht. Nee, bin noch nicht vorbei. Auf jeden Fall, da wo die A4 und die A31 kreuzen, musst du in Richtung Metz runter. Jupp. Dann werden wir das mal so machen, ja. So, ja, wie gesagt, also wir machen runter nach Malaga und wird noch eine schöne Strecke. Ihr habt es euch ausgesucht und dann werden wir das auch machen. So, ich gucke jetzt mal selber mal kurz im Atlas, dass wir auch ein bisschen was schaffen. Halt, wie hieß das jetzt? Wie hieß das jetzt? Wie hieß das jetzt? Also ich bleibe jetzt bis Dijon auf der Autobahn. Das ist das günstigste. Erstmal. Genau. Gut, das wird jetzt noch ein bisschen Weilchen dauern, bis ich da bin, aber dann mindestens haben wir jetzt erstmal das Autobahn. Ja, schöne Stadt hier, Metz in Frankreich. Zumindest so passt das Wetter. Ja, werden wir mal schauen, wie weit wir heute kommen. Wo wir uns dann mal den nächsten Parkplatz dann raussuchen könnten. Irgendwo mal hinter der nächsten Stadt. Kommt da irgendwie was? So, du bist jetzt am Metz vorbei und fährst Ja, jetzt dann ich bin schon raus lange an Richtung Metz Dion, vorbei. Ich ne? fahre jetzt Richtung Dingsen. Gut, als nächstes kommt dann wieder eine Mautschnelle. Aber da muss ich erstmal an Dings vorbei, ne? Was? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, wie die nächste Stadt hier ist. Genau, und du fährst jetzt erst Richtung Dion. Auf der A31. Ja. Ja, und dann kommt es noch gleich wieder eine Maut. Ja, ach so, da meinst hier. Ja, danach kommt auch so eine komische Mautstelle, aber das ist dann abwärts, Genau, wenn du dahinter kommt eine fährst. Tankstelle. Ja, und danach kommt eine Tankstelle. Wenn wir heute sehen, vielleicht heute schön bis zur Tankstelle zu kommen. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, werden wir noch ein bisschen weiterfahren, weil ich bin gerade mal bei 10 Minuten, also ich denke mal, wir kommen noch ein bisschen weiter. Ja, auf jeden Fall, das ist eine große Tankstelle auf jeden Fall, kann ich dir schon so sagen. Kannst du also stehen. Gut, dann könnten wir auch das so machen, dass wir da heute stehen bleiben. Wenn das eine große Tankstelle ist, dann können wir es so machen. Aber schauen wir mal, was die Zeit sagt. Ja,
ich bin ja gerade bei 10 Minuten, aber ich brauche bestimmt noch eine gute Viertelstunde bis dahin. Ja, wie gesagt, wir fahren bestimmt. So, ich lade jetzt gerade schon den Part hoch für morgen, also für den 23.02. Okay. Das ist so gesehen die Anfahrt von Polen nach Russland. Da geht's hoch. Und Russland gut? Ja, ein paar Ampeln, ein paar Baustellen. Standard, ne? Aber okay. Ist gut. Also ich bin jetzt gleich an der Mautstelle. Alles klar, dann müsstest du auch gleich in die zweite dann fahren. Ja. Yep. Egal, durch die zweite musst du gar nicht durch, du bleibst einfach geradeaus. Ich bleib geradeaus, ja. An der zweiten. Nach der Mautstelle müsste dann der große Bockplatz kommen, irgendwann. Genau, die Mautstelle befährst du ja nicht, die fährst du einfach um, bis du auf der Autobahn bleibst. Wenn du immer gerade außen bist, kommst du direkt auf die Tankstelle zu. Ja. Jetzt haben wir gerade die Schranke gerammt. Blöd. Bin ich gleich zum Stehen gekommen. So, ich bin jetzt durch. Wollen wir mal sehen. Kommt leider ein riesen blöde Berg hier, wenn ich jetzt nicht auf Fahrt gewinne, brauche ich ewig bis da hoch. Ja, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Nee. Außer fliegen. Ich bin jetzt bei der S-Kurve da, nach der Mautstelle. Wenn wir mal ein bisschen hinten bauen gehen, dann ist die Lampen. Fahre ich nämlich wieder mit 2 km/h hier auf der Autobahn. Halten die LKWs auf der anderen Seite an. Ist das normal? Nö. Oh, Entspannung. Ich wollte dich beobachten. Das ist unmöglich. Die verursachen hier gerade einen Stau, nur weil die mich beobachten wollen. So entstehen also Staus. Guckt das an. So, das war geschafft. Liegen wir doch gut in der Zeit. 14 Minuten. Fahr ich noch bis zur Tankstelle. Jetzt haben wir fast eine 70 drauf. Und dass du nur noch geradeaus musst, ne? Ja, nur noch geradeaus jetzt. Gucken wir mal, wo der Parkplatz ist.
passt. Passt, passt, passt. Ja, jetzt kommt das nächste, was jetzt kommt, ist der Parkplatz. Jo. Da werden wir heute unsere Pause machen. Also, lol. Aber wir haben es ja gleich geschafft, aber wir gucken. So, wir haben dann noch ungefähr 1734 Kilometer. Das sind ungefähr 28 Stunden. Und bei mir kommt jetzt hier gleich der Parkplatz. Das läuft doch gut. So, dann fahren wir jetzt mal hier auf den Parkplatz und machen jetzt eine Pause. So, ich habe jetzt noch 100 Meter bis zur Einfahrt. Damit hätten wir heute das Park geschafft hier. Jetzt suche ich mir jetzt noch einen schönen Parkplatz, wo wir hinpassen. Jetzt mal gucken, LKW. Machen wir mal hier hin. Ah, scheiße, ich bin die falsche Einfahrt gefahren. Ich hätte ja normales geradeaus gleich fahren können, aber gut, dann stellen wir uns heute halt auf den PKW-Parkplatz. Geht öh. Nö. Ah, jetzt steht hier wieder so ein scheiß Auto da. Ah, nee, hier drüben ist Platz. Also Platz finden wir. Jo, das ist doch super. Was sagt die Zeit? Ja, fast 80 Minuten. Stellen wir uns jetzt mal hier her. Und dann haben wir das geschafft heute. Auch wenn es ein bisschen eher ist. Aber hier beim Scherben. Ist ja nicht ganz so schlimm. Müssen wir ein bisschen anders denken. So, wir stellen uns mal schön weit vor, dass die anderen auch noch eine Möglichkeit haben, hier zum Stehen. Genau. Wir stehen. Gucken wir mal raus, wie wir stehen hier. Ja, perfekt. Na. So sollte das sein. Gut, Basti, da bedanke ich mich erstmal für die Bekleidung hier. Bitte, bitte, ich suche dann schon mal weiter in die nächste Route raus. Ja, und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder hier bei unserem Schwerlasttransport nach Malaga. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, ein Abo oder einen schönen Kommi da bei mir und beim Basti. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Macht's gut. Macht's gut.